und hier kam gerade die Polizei vorbei. Guck, was wir hier so pulverförmig ist und andere Tüten abfüllen. Ein Traumstrand jagt den nächsten. So schön. Und verschlingt die Plastiktüte. Im Oktober 23 waren wir 12 Tage in der Region Galizien an der Nordwestküste Spaniens. Prägend für die Region sind ihre riesigen Meeresbuchten, hohe Bergketten und weitläufige Wälder. Unser Ziel: zu Fuß die Küste abwandern. Zuerst waren wir auf dem Camino Natural de la Ruta de Cantabrico und danach haben wir unseren eigenen Küstenweg herausgesucht. Insgesamt haben wir 215 Kilometer zurückgelegt. Wir waren im Reich der Wildpferde und haben die schönsten Strände, verrückte Höhlen und Felsformationen, wunderschöne Sonnenuntergänge und unglaubliche Landschaften gesehen. Das ist unsere Reise. Ab ins Wasser! Da läuft ein Kerl über den Strand und spielt Dudelsack. Wie cool ist das denn? Einfach nur noch Hardcore-Zerstörung. In diesem Video wandern wir auf 3 Etappen von Borrelia zum Monte Faccio. Hallo! So, gestern hatte Toren immer noch Migräne, da sind wir nur zum Las Catedrales gefahren, haben uns das in aller Ruhe angeschaut und haben dann entschieden, quasi 2 Stationen zu überspringen und sind mit dem Zug nach Borrelia gefahren, haben hier die Nacht verbracht und wandern von hier los. Es ist nämlich auch sehr, sehr heiß. 10 Kilometer hat man trotzdem geschafft. Ja, 10 Kilometer hat man trotzdem geschafft. Ist auch gar nicht so schlecht, hat man schon mal ein bisschen Gefühl für seinen Rucksack bekommen. Wir haben gemerkt, oder ich habe gemerkt, ich habe ihn sehr schlecht gepackt. Toren hat mir nochmal vorgelesen, wie man ihn richtig packt. Habe ich jetzt ganz anders gepackt, fühlt sich wesentlich besser an. Die leichten Sachen sollte man nämlich nach unten packen. Habe ich komplett andersrum gemacht. Und ja, läuft sich auf jeden Fall besser. Und wir haben extra die 2 Etappen übersprungen, weil die kaum Schutz bieten gegen die Sonne. Kaum bewaldet, nichts. Und jetzt gehen wir in die bewaldeteren Gebiete, da dürfte es besser sein. Ja, und heute wollen wir auch mal einen Overnighter machen. Müssen wir mal gucken, wo wir dafür ein Plätzchen finden. Und ja, jetzt sind wir noch in Borrelia. Wollen wir dann hier erstmal aus dem Städtchen raus. Der Strandblick auf Borrelia. Und der kleine Leuchtturm, den finde ich ja süß. Diese kleine Insel. Wir haben Glück, es ist ein bisschen bewölkt geworden und ab morgen soll es richtig warm werden oder ab übermorgen 30 Grad. Das ist ja zum Wandern viel zu warm. So, wir machen nochmal Frühstück 2.0. Wir hatten im Hotel zwar Frühstück, aber das spanische Frühstück ist sehr mager, muss man vorsichtig auszudrücken. Torun hat Madeleines bestellt, so 2 Dingerchen. Ich habe Toast bestellt, ja 2 helle Toast mit halt einer Scheibe Käse. Macht jetzt nicht so satt, also gönnen wir uns jetzt hier nochmal Frühstück mit Meerblick. You know who made it?
der Weg führt auch ein bisschen an der Straße lang. Ja, haben wir beide mal Hörbuch drin. Hören wir mal ein bisschen Hörbuch. Die Eisenbahnbrücke. Da fahren wir vielleicht drüber, falls wir mit der Eisenbahn zurück zum Flughafen dann fahren. Und wir laufen wieder in der Straße. So, wir sind jetzt hier so einen kleinen Hügel hoch. Man hat eine ganz andere Aussicht auf einmal auf die ganze Umgebung. So, die Straße ist langsam vorbei. Wir sind kurz vor San Cibrao. Da stütten wir uns mal mit letztem Essen aus und trinken. Und dann, ja, geht sozusagen ab in die Wildnis. Müssen wir auch gucken, dass wir unterwegs was zum Wasserfiltern, irgendein Bächlein, Flüsslein finden. Da soll es einen geben. Ja, zur Not muss man bei irgendwem klingeln und mal fragen, ob die einem Wasser geben können. Ja, kriegen wir schon hoffentlich. Da gibt es überall so viele leerstehende Gebäude. In ganz Spanien. So, wir waren jetzt hier in San Cibrao im Supermarkt, haben uns jetzt ausgestattet mit Wasser, haben noch gegessen und müssen dann jetzt langsam nochmal so 2 Stündchen laufen und dann können wir gucken, wo wir ungefähr unser Lager aufschlagen wollen. Und ja, laufen hier jetzt noch durch das kleine San Cibrao. Hier ist total schön über diese Holzbrücke neben diesem Flüsschen. Und alle Menschen, die uns begegnen, sind total freundlich. Die strahlen richtig und richtig holla. Wir uns wurde sogar ein Buen Camino gewünscht, obwohl wir ja schon ja, ein bisschen weiter weg vom Jakobsweg sind. Ja, aber ich glaube, die freuen sich trotzdem, dass wir den Weg in ihre Heimat wahrscheinlich laufen. Oh, total schön hier so eine alte Steinbrücke. Ach, hier kann ich mal ein Stück drüber gehen. Da sieht man noch mal die andere Brücke. Ist das harmonisch hier? Schön. Ein Turm. Meint, das sieht ja aus wie ein Herr der Ringe hier. Er hört gerade Herr der Ringe hören. So, wir wandern schon eine ganze Zeit durch den Eukalyptuswald, aber es geht dann langsam schlängelt wieder runter. Man musste so eine riesige Industrie umwandern, aber da müsste man auch noch mal einen Blick drauf haben, schätze ich mal.
So sehen die Schilder übrigens aus, denen wir folgen müssen. Camino Naturales geht in alle möglichen Richtungen. So, hier sieht man mal, wo wir gerade sind, Satellitenansicht. Wir sind neben dieser, wie hast du es gesagt, Schlackegrube oder irgendwas. Ja. Und hier ist ein Notfallplan, wie man sich verhält, wenn der Damm bricht. In Brasilien vor einigen Jahren ist das ja auch schon passiert. Aber da gab es, glaube ich, keinen Notfallplan. So, wir sind jetzt oberhalb von dieser riesigen Industrie. Hinter uns ist diese Schlackegrube. Der Damm nur. Der Damm nur, stimmt. Oh, es ist anstrengend, hier hochzulaufen. Jetzt müssen wir langsam irgendwo einen Ort zum Schlafen finden. Mal gucken. So, wir suchen immer noch nach einem Platz zum Schlafen. Ist nicht so einfach. Wir sind jetzt hier auf so einem Sackgassenweg gelandet. Haben überlegt, hier einfach unser Zelt aufzuschlagen. Der ist allerdings sehr steinig. Das ist jetzt nicht so optimal für Zeltboden, Isomatte und alles. So, wir sehen die Sackgasse gerade noch bis zum Ende gelaufen. Es ist wirklich eine Sackgasse. Deshalb werden wir jetzt hier einfach auf dem Weg unser Lager aufschlagen. Praktisch. So, das Zelt steht. Titanheringe, die sich durch die Steine durchbohren. Ja, der Boden ist ultra hart, das haben wir nicht bedacht. Deshalb müssen wir die jetzt, beziehungsweise Toren jetzt reinhauen. Hat er gemacht. Sehr gut. Der Blick am Morgen. So, die Füße werden schön geschmeidig geschmiert vorm Laufen. Hier ist unser Platz im Hellen. Ich habe leider vergessen zu filmen, wie das Zelt noch steht. Die Sonne ist inzwischen da oben. Wir wachen ganz entspannt auf und sind sehr langsam im Ankommen. Aber das macht nichts. So trocknet auch eigentlich alles wenigstens und ja, können wir alles einpacken. Bevor ich meinen Rucksack auf meinen Rücken hiefe, hief ich ihn immer auf mein linkes Bein und das sieht auch so aus. Ein paar blaue Flecken und hier auch. Aber gut, das ist normal bei mir. So, unsere erste Quest besteht bald darin, Wasser zu finden. Wir können das Wasser hier in der Umgebung nicht filtern. Torin hat nämlich gestern nochmal nachgelesen. Hier wird Aluminium abgebaut. Und ja, deshalb können wir es nicht filtern und müssen mal irgendwo klingeln und fragen, ob die uns irgendwie Wasser abfüllen können. Oder mal gucken, ob wir irgendwo irgendeinen Anschluss finden und fragen, ob wir es da filtern können. Keine Ahnung. Mal gucken, wo wir landen zum Wasser holen. So, ich weiß nicht, ob man es durch die GoPro hört. Ich schätze mal schon. Diese Geräusche im Hintergrund, die waren die ganze Nacht auch da. Und die gingen auch durch die Oropax durch. Diese Industriegeräusche, das war schon ein bisschen sehr nervig. Aber gut, wir waren halt so spät dran und mussten irgendwo noch einen Schlafplatz finden und waren dann froh, diese Sackgasse noch zu finden. Weil durch diesen Fahren hier, wo will man hier irgendwo sein Zelt aufschlagen? Das geht halt nicht. Da waren wir echt froh. Ja, wenn wir die Machete rausholen, dann. Stimmt, hätte man die Machete. Hätte man hier auch ein Blatt finden können. Easy. Die ultraleicht Machete. Ja, noch so eine kleine Durchschlagübung. Easy. Wir laufen hier gerade an so einem Schild vorbei. Dann steht, dass es hier mal 12 Jahre lang eine Walindustrie gab, wo hier Wale gefangen wurden und verarbeitet wurden. Wir sind gerettet! Aquaportable! Ich habe nur noch einen Liter, Ton glaube ich auch nicht mehr viel mehr gehabt. Ja, sonst hätten wir jetzt halt hier irgendwo geklingelt und gefragt, aber trotzdem kriegst du dann ja wahrscheinlich das Chlorwasser. Wenn man dann mit dem Wasserfilter ankommt, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen uncool. Von daher perfekt! Und an dieser schönen Stelle mit dem Strand. Oh, super, da sind die Sorgen vergessen. Wasser auffüllen und starten.
Leider zu früh gefreut, da kommt kein Wasser raus. Scheiße! Warm und die nächsten 3 Tage soll noch mal sogar über 30 Grad werden. Oh, das ist zu warm zum Wandern. Da sind wir bei einem Aussichtspunkt gelandet. Na, willst du mitwandern? Bist du jetzt mein Wanderbuddy? So, die Gottesanbieterin will gar nicht mehr runter. Ich nehme sie vielleicht einfach ein Stück mit. Mal gucken. Voll cool. Die Schöne. So, wir haben auch nach wie vor noch keinen anderen Wanderer auf dieser Tour getroffen. Aber so ging es mir ja damals auch. Und ja. Deshalb habe ich den ja auch so toll gefunden, weil man irgendwie allein unterwegs ist und trotzdem in schönen Landschaften unterwegs ist. Ah, diese Insel sieht auch cool aus. Diese gelben Steine. Ich genieße es gerade so hier zu sein, einfach hier zu laufen, wunderschön. So, es ist wunderschön hier zu wandern, aber auch unheimlich anstrengend. Wir sind jetzt gerade hier so einen kleinen Berg hoch, es hat uns zum Glück hier so ein kleiner Waldschutz geboten, aber jetzt hört er auch schon wieder auf und es geht auch schon wieder berghoch in die Sonne. Oh, es ist so anstrengend. In der Sonne zu laufen. Mein Gott, dieser Strand ist der absolute Wahnsinn. Kommt man nur mit dem Boot hin. Wie schön der ist. Jetzt habe ich gerade die Kamera wieder eingepackt und dann kommt das hier um die Ecke. Ah, was ein geiler Weg.
Wenn irgendwer auch diesen Weg laufen will, dann würde ich empfehlen, ab San Cibrao einzusteigen. Wenn man ein bisschen bewaldetere Gebiete mag. Davor ist es schon recht kahl, aber Playa Catedrales ist auf jeden Fall ein Must-See. Diese Höhlen und die Felsen, hammermäßig. Ja, ich bin jetzt nicht undankbar, dass wir zwei Etappen übersprungen haben, bei so einem Wetter ungeschützt den ganzen Tag zu laufen. Wäre einfach zu hart. Ich muss hier auch gucken, wo ich hinlaufe. Es geht bergab und es ist steinig. So sieht das aus, wenn wir ankommen. Ne, wir sind nicht angekommen, aber wir sind am Wasserfilter angekommen. Wir haben ja so eine Fußdusche gefunden, da können wir Wasser filtern. Oh, wir sind auch echt durch. Da fährt doch ein Bus. Warum sagt der, hier fährt kein Bus? Aber der fährt nicht dahin, wo wir wollen. Oh, es ist so warm, einfach zu laufen. Na, wir werden jetzt mal Wasser filtern und dann erstmal Y-Food essen. Bisschen Energie kriegen. Ja, hier kommen wir nämlich nicht anders weg. Aber ich will jetzt eigentlich auch nicht aufgeben. Die Energie kommt jetzt gleich. Oh, wir haben eben beide ein Stück Schokolade gegessen. Ich weiß nicht, wie es Toren ging, aber das hat mir so viel Energie gegeben. Ich hatte auf einmal voll den Schub. Du auch? Nö, war nur lecker. Nö, war nur lecker. So, Y-Food-Zubereitung auf andere Art und Weise. Wir haben da nämlich den siffigen Becher, um dieses Wasser, was wir gefiltert haben, ist nicht so sauber, weiß nicht, ob man doch mal sieht. Deshalb versucht Toren das jetzt mit dieser Schüttelmethode in dem Gefrierbeutel zu schaffen. Mit Loch noch unten dran. Oh, na noch. Extra Challenge. Auch noch Hardcore-Quests. Da sind immer noch so Klumpen drin, das lässt sich bescheiden. Ja. Ich würde die Methode nicht empfehlen. Nee. Nee, würde ich wirklich nicht empfehlen. Außer ihr seid in so einer Lage wie wir jetzt. Dann könnte man sich überlegen. Und dann muss man immer noch das Trinken gelingen. Und verschlingt die Plastiktüte. Ist das geil. Ja, die trinken die Orks auch so. Die haben auch so ein komisches Etwas. Genius. Und ich muss das jetzt genauso machen. Funktioniert. Danke. Ich habe ein gutes Vorbild gehabt. Wie das war ein gutes Mittagessen. Richtig Esskultur im Raumfahren. Herrlich. So, ich habe das jetzt in dieser Tüte, in dem Nicht-Gefrierbeutel, in dem Frühstücksbeutel habe ich tatsächlich geshakt. Hier ist es. Ich will es aber in meine Tasse füllen. Mal gucken, ob das so gut funktioniert. Stößchen, hat super funktioniert. Nicht mal mehr Klumpen drinne. Habe ich gut gemacht. Also zur Not kann man auch in einem Frühstücksbeutel. Man muss nur sehr, sehr vorsichtig sein. Und es sollte kein Loch drinne sein. Das ist auch vorteilhaft. Ich habe es auch gesagt. Mit Loch. Ohne Sauerei. Ja, und mehr cooler trinken als Toren eben kann man auch nicht. Also das war schon sollte ich mich schämen, aus dieser Tasse zu trinken.
Also wir wollten mal gucken, ob wir den Weg ein bisschen abkürzen, weil es sind, glaube ich, noch 16 Kilometer und wir haben inzwischen 17 Uhr fast. Ja, und gucken mal, ob wir irgendwo ein Stück abkürzen können, dass wir nicht ins Dunkle reinlaufen. Sonnenuntergang, okay, cool, aber jetzt im ganz Dunkeln wandern, nicht optimal. So, eigentlich geht der Weg hier oben weiter. Wir kürzen jetzt aber einmal hier durch ab, um nochmal ein bisschen was gut zu machen. Da unten ist unser Ziel. Zack, ein Stück noch abgekürzt. 5:30 in 2,5 Stunden wird es dunkel. Mal gucken, wo wir den Sonnenuntergang erleben werden. Na, da liegen ja viele Boote. Ein Traumstrand jagt den nächsten. So schön. So, der Weg schlängelt sich jetzt hier nochmal durch den Wald hoch. Es geht berghoch und es ist so anstrengend. Oh, langsam könnte ich auch echt ankommen. Es sind noch so 2 Stunden, aber es reicht mir auch so langsam. Geschwitzt bin ich, ganz schön. Es ist Sonnenuntergang. Und wo sind wir beim Sonnenuntergang? Am Strand. Das ist doch geil. Perfekt. Ui, bin ich rot. Es ist warm und anstrengend immer noch. Ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro hört. Da läuft ein Kerl über den Strand und spielt Dudelsack. Wie cool ist das denn? Lustig. Also wir können doch eigentlich echt nicht mehr. Also wenn wir auf eine Straße kommen und ein Auto vorbeifährt. Ich bin jetzt echt nicht mehr abgeneigt, den Finger rauszuhalten. Zumal es halt jetzt auch echt dunkel wird. Wir haben jetzt 8 Uhr. Die Sonne ist gerade untergegangen. Noch knapp eine Stunde müssen wir laufen. Ja, wenn jetzt die letzte Stunde nicht mehr sein soll, dann ist es jetzt so. Ja, mal sehen, auf welcher Seite das Glück ist. Dieser Dudelsack-Kerl ist der Hammer. Witzig. Er kann aber auch echt schön spielen. Oh, ich bin inzwischen so durch. Es ist nur noch anstrengend und nur noch ein Kämpfen.
halbe Stunde oder so, dreiviertel Stunde. Dann ist es geschafft. Noch Supermarkt. Irgendwas zu essen finden. Ich bin so hungrig. Ja, heute Morgen Y-Food, heute Mittag Y-Food. Zwischendurch ein bisschen Schokolade. Oh, wir wollen richtiges Essen. Viveiro, da ist es. Oh, ich kann eigentlich kaum noch reden. Ich bin so durch. Hallo Hundi. Ne? Oh, alles gut. Also, wir laufen hier durch die Gässchen von dem Vorort von Viveiro. Celeiro, glaube ich. So, das letzte Stück geht jetzt noch an dieser Straße lang. Da ist der Hafen. Nur noch Hardcore. Einfach nur noch Hardcore. Zerstörung. Wir sprechen jetzt wie die Zombies im Supermarkt. So macht man das im Wagen. Dingens im Wagen und dann ist man kurz frei. So, Einkauf im Zombie-Modus irgendwie noch erledigt. Spaghetti gibt es nachher. Müssen wir noch über die Brücke. Und dann sind wir endlich in der Unterkunft. Interessantes Tor. Wir sind im Apartment angekommen. Jetzt mussten wir erst noch die Leute anrufen. Die meinten, die sind in irgendeiner Bar, irgendeinem Café. Wollte es mir buchstabieren, aber mit diesem Akzent, ich habe kein Wort verstanden. Und ich meine, wir sind ja auch Wanderer. Das kam er zum Glück mit dem Auto und hat uns den Schlüssel gebracht. Und für dieses Apartment haben wir 35 Euro die Nacht bezahlt. Sogar eine Waschmaschine. Was ist denn der Lichtschalter? Da ist der Lichtschalter. Und was ist dann hier vorne? Ach krass, wir haben sogar eine Putzkammer. Ich dachte, was ist denn hier noch drin? Das ist ja krass. Wir sehen leider nichts. Da ist irgendeine Marschkapelle auf der Brücke unterwegs. Das ist keine Kapelle, die rummarschiert. Die liegt hier direkt hinter der Mauer. Wir haben mal reingeguckt. Da will ich jetzt natürlich nicht einfach filmen. Ah, sau cool, was da für eine Power von ausgeht. Boah. So, wir haben jetzt den Einkauf gemacht und auch morgen ist Sonntag. Wir haben versucht, ein bisschen für morgen zu denken, ohne zu verhungern. China-Nudeln, ich habe Risotto, wir haben so ein Y, was auch immer, Pulver gefunden. Das war jetzt die günstigste Option. Da kann man sich 10 Mal anrühren, 25 Gramm Proteine. Ich habe jetzt eine Tortilla genommen. Ich weiß nicht, ob man die kalt essen kann. Ich probiere es einfach. Brötchen, ja. Ach, und noch irgendeine Nervennahrung. Mal gucken, wie diese Dinger schmecken. Die nehmen nicht so viel Platz weg und sind leicht. Banane und ich muss unbedingt meine Orange essen, die ich seit ein paar Tagen sinnlos mit mir rumtrage. Ach, und wir sitzen neben so einem fetten Baum. Wir haben hier gerade unser Y-Protein in Gefrierbeutel abgefüllt. Oh, da sind sie. Und hier kam gerade die Polizei vorbei und guckt, was wir hier so pulverförmig in andere Tüten abfüllen. Die Polizistin und zu ihrem Kollegen Proteine. Geil. So sieht das Ganze bei hellem aus.
Viveiro. Ursprünglich war der Gedanke, nach Oviedo heute zu wandern, da eine Unterkunft zu kriegen und übermorgen einen Overnighter zu machen. Aber es gibt in Oviedo keine Unterkunft mehr, außer ein Einzelzimmer. Deshalb haben wir jetzt entschlossen, dass wir heute den Overnighter machen, wandern heute ganz entspannt, werden auch mal baden gehen an irgendwelchen schönen Stränden, suchen uns dann einen schönen Ort zum Schlafen, haben uns jetzt gut ausgestattet mit Essen, morgen ist nämlich Sonntag. Ja, und dann mal gucken, wo es uns heute hin verschlägt. Und dann laufen wir morgen in aller Ruhe durch Oviedo oder mal sehen, wie weit wir heute kommen, ob wir dann da morgen schlafen oder so. Mal sehen. So, das ist der Strand von Viveiro. Aber ich verstehe gar nicht, warum hier so wenig los ist. Es ist Samstag, es sind 31 Grad. Das hier ist der größere Strand von der Stadt und hier sind kaum Menschen. Warum? Verstehe ich nicht. So, der Weg führt hier einen Berg hoch durch den Wald. Der Wald bietet immer ein bisschen Schutz gegen die Sonne, aber es ist trotzdem so unglaublich warm. Und noch die nächsten 5 Tage sollen es 30 Grad werden. Und danach kommt dann der Regen und die Abkühlung. Oh, es ist schon ganz schön, ja, heiß. Aber umso besser, dass wir dann den nächsten schönen Strand aufsuchen und da erstmal schön baden gehen. Wir laufen hier neben so ein paar Wiesen vorbei, müssten jetzt auch in so einem Kilometer zum Strand kommen, wo wir dann endlich mal reingehen. Es ist einfach brutal. Brutal, brutal, brutal. Oh, was wächst denn hier? Äpfel. Die sehen aber leider nicht gut aus. Ich habe endlich meine Orange gegessen, die ich seit 3 Tagen sinnlos rumtrage, anstatt sie einfach mal zu essen. Und wir chillen jetzt hier am Strand. So, gehen wir gleich mal schön ins Wasser. Da drüben ist es auch so cool, das habe ich eben auch gefilmt. Da kommt der Fluss raus, kann man auch baden gehen. Auch richtig cool. Hier, so, wir haben jetzt hier unsere Rucksäcke geparkt. Wir sind hier in so einer coolen Spalte. Ja, das ist wesentlich höher als ich. Ab ins Wasser! So, es geht weiter. Wir müssen auf Schlafplatzsuche gehen. Sonnenuntergang ist auch in einer halben Stunde. Wir waren relativ lang jetzt am Strand und am Wasser. Ja, jetzt kommt wieder der harte Teil. Nochmal dem Strandschi sagen. Wow, ein Blick. Ah.
Ich habe das Filmen irgendwann abgebrochen, weil es halt einfach nur noch dunkel wurde und dunkel mit GoPro filmen bringt nichts. Zelt steht auf jeden Fall. Jetzt machen wir uns noch Essen. Für uns beide gibt es, so wie es aussieht, China-Nudeln. Wir haben nur nicht mehr so viel Wasser, aber morgen sind wir nach 3 Kilometern müssten es sein. Am nächsten Strand, da gibt es Wasser.